Wenn die roten Barette durch Neukölln laufen, dann ist es friedlich im Kiez. Dann fliegt mal kein Müll auf die Straße. Seit einem Jahr patrouillieren Kiezstreifen mit diesen auffälligen roten Mützen. Das Jobcenter hat die Männer auf die Straße geschickt. Die werden da zu Sicherheitskräften weitergebildet und sorgen gleichzeitig dafür, dass Neukölln so ein bisschen sicherer wird. Viele Befugnisse haben sie zwar nicht, anders als die Polizei, aber trotzdem scheint das ganz gut zu funktionieren. Anni Dunkelmann hat den roten Teufeln von Neukölln mal einen Tag lang zugeschaut. Erstmal habe ich gedacht, so, das ist mehr so Sicherheitsbereich oder sonst was. So. Das ist ja auch so ein bisschen wie Streetworker, dass man auf Leute zugeht, so, guckt so, wo ist Problematik auf der Straße, wie kann man so Verbesserungsvorschläge oder so Leuten helfen. Woher kommt ihr? Aus Bosnien. Ach so, ich komme auch aus Bosnien. Na, cool, grazie, Tom. Ja, ja, super. Ja, sind blizu, Tom, ich weiß nicht, ich bin Schule, alles in Ordnung. Ja, Schule. Geht so. Werdet ihr manchmal auch belästigt? Verschieden. Manchmal so, manchmal so. Es ist so, dass die Leute sind froh, dass wir da sind. Es sind deswegen unsere Kinder und sowas. Sie können ruhig einkaufen, wir aufpassen. Kein Problem, wir passen auf. Deswegen sind wir da. Hallo, Mama kommt gleich. Hallo. Hier. Bürgerstraße, Baum 4. Baum 4? Einmal Fernsehen, ja? Okay. Wir sammeln das und wir sammeln das dann immer ins Büro, Sekretärin, und die geben das weiter ans Ordnungsamt. Eigentlich, das schicken wir uns immer gleich zur Forschung. Dass wir wissen, was wir gefunden haben. So, ja? Ja, das Gute ist ja daran, dass wir auch mehrsprachige Leute sind, dann ja. International sind. Bei uns sind arabischstämmige, türkischstämmige, Bosnier, polnische, deutsche, alles gemischt. Ne? Alle hier, Migrantenorganisationen, Moscheen, Kirchen, Synagogen, mit denen muss man auch sprechen, damit man ihre Anliegen, ihre Sorgen zuhört. Anliegen sind beispielsweise jetzt, wenn man sagt, die Parkplätze draußen, das wird eben verbaut durch Menschen, die hier auch beten, aber haben zu viel, die stehen in zweiter Reihe und so. Ne? Da bitten sie darum, eben, dass man mit denen redet, was kann man machen, eben, dass es besser wird. Wir haben verschiedene Kurse, was wir machen, ein bisschen Psychologie oder sowas. Wir trainieren auch einmal in der Woche, Selbstverteidigung. Dann baut man sehr Antistress ab. Ich habe jetzt schon mal mitgekriegt, dass immer weniger Hunde da sind, ja, wenn wir hier rumlaufen. Ich denke mal, das spricht sich rum und dass die dann den Spielplatz meiden, solange wir hier sind. Ich kann mir vorstellen, bevor die Leute mit den Hunden runtergehen, gucken sie bestimmt immer erstmal aus dem Balkon. Die Leute mit den roten Mützen sind da. Wir müssen warten. Ich gehe fröhlich nach Hause, wenn ich sehe, dass ich heute eine gute Tat getan habe. Dass das Leute danach lachen, wenn die sich sicher fühlen, das ist einfach so eine tolle.